Hallo, liebe Schachfreunde. Habt ihr auch eine Partie, an die ihr euch besonders gerne erinnert, weil ihr so gut gespielt habt, weil es ein wichtiger Sieg war oder weil einfach nur die Atmosphäre so toll war? Nun, so eine Partie zeige ich euch heute. Und zwar vom Schacharena-User Downquark. Zunächst eine kurze Einführung, dann kommt die Partie und am Schluss gibt es auch noch ein bisschen was danach zu sagen, aber relativ kurz. Ja, 1900 und nein, 2002 staunte Downquark nicht schlecht, als er zum Mannschaftskampf antrat, nahm gegenüber jemand Platz, den er aus dem Fernsehen kannte. Es war der Ex-Fernschach-Weltmeister Horst Rittner. 1971 ist er Fernschach-Weltmeister geworden. 1995 gab es noch einen großen Bericht in der Tagesschau. Da hat er nämlich die Bronzemedaille beim Fernschach mit der Mannschaft der DDR gewonnen. Ich habe mich nicht versprochen, das war nämlich der Gag oder das Besondere. Die DDR gab es schon einige Jahre nicht mehr und es war die letzte Medaille, die DDR errungen hat, auch mit Horst Rittner. Bekannt ist er den meisten von euch sicherlich aus dem Fernsehen, denn viele Jahre drehte Horst Rittner für das DDR-Fernsehen Schachkommentare zu den Weltmeisterschaften insbesondere auch. Unten unter dem Video findet ihr auch einen Link, wo ihr ein bisschen was über Horst Rittner nachlesen könnt. Ja, und dieser Horst Rittner nahm dann also Platz. Und klar war natürlich auch, wer der bessere Spieler ist. Und ich zeige euch jetzt mal diese Partie, an die sich eben der Downquark sehr, sehr gerne erinnert. Er hatte Weiß und die Lieblingseröffnung ist von ihm die englische Eröffnung. So, der Bauer geht nach G3, damit hier der Läufer die Diagonale hat. Der Bauer kontrolliert ja auch das Feld D5. Die nächsten Züge zeige ich alle sehr schnell, denn es ist alles Eröffnungstheorie. Horst Rittner, als Fernschachexperte darf er ja auch da Bücher benutzen und kennt sich also besonders mit der Eröffnung aus. Damals, 70er Jahren, gab es noch keine Computer, die irgendeine Hilfe waren. Beide rochieren, ein sehr ruhiger Aufbau. Ja, jetzt A3, damit vielleicht auch die Dame mal nach C2 kann, ohne dass sie vom Springer angegriffen werden kann. Also Springer nach B4 zum Beispiel verhindern. So, A5 verhindert jetzt auch den Vorstoß Bauer B4, um vielleicht ein bisschen Raum zu gewinnen. Weiter geht's, Läufer E3, Läufer E6. So, und hier an der Stelle ist der erste Zug, den man in der Theorie nicht mehr so findet. Hier sind also üblicher die Züge Turm nach C1, auch ganz logisch, oder Springer nach A4, Idee, eventuell den Springer abzutauschen oder mit dem Springer oder Läufer nach C5 zu gehen. Aber Springer D2 ist ja, sehr schön. Wir werden gleich mal sehen, was da passiert. Bester Zug laut Computer, den Springer in die Mitte zu stellen. Tja, und nun kommt das, was Downquark wohl angestrebt hat. Er schlägt zweimal und nun der Damenzug nach B3. Angriff auf die Dame, Angriff auf B7. Das heißt, es kommt zum Damentausch. Die Stellung hat sich jetzt sehr vereinfacht. Jetzt wird hier A4, der Springer ein bisschen angegriffen und der Bauer auf B2 wird ein bisschen rückständig. Springer geht zurück. Weiter geht's, Turm auf die halboffenen Linien. Alles ganz normale Züge. Tja, große Überraschung. An der Stelle bot Horst Rittner tatsächlich Remis an. Und ich glaube, man kann es dem Downquark jetzt nicht verübeln, dass er dieses Remis angenommen hat. Die Stellung ist von vorne bis hinten absolut ausgeglichen. Ich zeige jetzt mal die Variante, die der Computer hier angibt, als die sinnvollste. Und mit diesem Zug König F1 wollte er genau in dieser Variante auch gehen. Und zwar Läufer nach C5, um diesen Läufer etwas besser zu stellen. Der wird in der Regel getauscht. Turm schlägt, Turm schlägt und Turm schlägt zurück. Und dann ist alles hier
absolut ausgeglichen. Ja, insofern also, gut, jetzt spielt der Computer hier noch eins so weiter, ein völlig verdientes Remis. Natürlich keine spektakuläre Partie, aber man muss bedenken, dass hier Weiß gegen einen Prominenten spielt, gegen einen Ex-Weltmeister, der stärker ist, und der lässt ihm sozusagen keinerlei Chancen, hier irgendwie in Vorteil zu kommen. Hier in der Schlussstellung baut man sich jetzt auf mit dem König nach E2. Man hat keinerlei Schwächen. Also ganz hervorragend gespielt. Und nach der Partie hat Horst Rittner ihm noch angeboten zu analysieren. Das haben sie gemacht. Und ich kann sagen, der Horst Rittner ist ein ganz, ganz netter Mensch. Sehr freundlich, zurückhaltend. Und das ist sicherlich eine Partie, an die der Downquark nicht nur, weil er so gut gespielt hat, sondern weil er auch die Erfahrung hatte mit Horst Rittner, der mittlerweile vor kurzem, glaube ich, ist er 90 geworden, an diese Partie erinnert er sich gerne, gerne zurück. Ja, das war's. Wenn euch das gefallen hat, abonniert den Kanal, schreibt auch gerne Kommentare dazu. Die nächsten Aufgaben werden dann wieder ein bisschen anders werden. Das war jetzt ja etwas Besonderes, ja, gegen einen Prominenten zu spielen. Und ich freue mich nun auf die weiteren Videos. Es grüßt euch, Abquark.